Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Civilization 6. Brasilien auf dem Schwierigkeit Gottheit, wo wir versuchen, einen Kultursieg zu erringen. Wir haben gerade eine Stadt niedergebrannt. Und jetzt bauen wir zwei neue Städte, weil der hat die einfach doof platziert. Ich kann hier zwei Städte bauen im selben Gebiet. Ich mochte seine Stadtplatzierung nicht, deswegen habe ich die Stadt niedergebrannt. Ich konnte nicht einfach sagen, hey Leute, wollen wir nicht vielleicht umziehen? Nein, ich brenne die Stadt nieder. Ja, genau, ich brenne die Stadt nieder. Warum nicht Stadt niederbrennen? Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Ich sehe nur leider, wir haben hier ein großes Upsala gemacht. Dieser schwere Streitwagen könnte meinen Landsknecht töten. Das wäre bitter. So ein Landsknecht kostet halt viel. Die sind nicht so billig. Oh, wir können ein Fischerboot machen. Und wahrscheinlich direkt auch eine Industrie. Das wäre cool. Ja. Und die Krabben. Wobei, Krabben sind Bonusressourcen. Ich guck mal, ob sich nicht lohnen würde, die zu ernten, anstatt aufzubauen. Moment, ich schütte meinen neuen Tee ein. Das hätte ich vorhin machen können. Und mache dann mal, was die nächste Runde bringt. Aktuell sieht es nicht so aus, als würde John Curtin uns Schwierigkeiten machen. Aber man weiß das nie. Ach. Nein, John Curtin. Nein. Nein. John Curtin, warum sollte ich Metamorphosen? Warum sollte ich dein großes Werk nehmen, wenn ich in wenigen Runden deine Stadt einnehme, wo das große Werk drin ist? Nein, danke. Er muss mir schon mehr Gold geben. Barbaren wurden gesichtet. Ich stelle mir die ganze Welt als eine große Maschine vor. Maschinen werden nie mit Ersatzteilen geliefert. Sie kommen immer mit genau den Teilen, die sie brauchen. Das ist eine interessante Theorie. Das würde besagen, dass die Welt kaputt ist oder irgendwann kaputt geht. So, der Siedler ist auch bald da. Ich würde mal sagen, unsere Truppen bewegen sich weg. Ja, eigentlich Hauptsache weg. Hauptsache weg. Hauptsache weg. Selbst beschädigte Truppen, die können besser innerhalb der Stadt der. Okay, der heilt jetzt einfach da. Du bleibst einfach da und heilst dort. Einfach weg. Ich kann immer noch nicht. Ach so, ich kann immer noch nicht meine Einheiten übers Wasser bewegen. Ist bei Sydney jetzt aber auch kein. Nicht wichtig. Wobei, wir müssten eigentlich Muskat jetzt langsam als Souverän nehmen. Jetzt haben wir bald ein Problem. Ah, mir ist gerade was eingefallen. Ich baue ja hier in der Stadt ja gar keinen Marktbezirk, weil er ja einen Hafen bekommt. Oh nein, die Stadt wächst nicht, das ist schlecht. Obwohl ich die auf Nahrung angesetzt habe. Was ist denn das Problem? Das sind einfach keine guten Nahrungsfelder mehr. Da habe ich nicht drauf aufgepasst. Vielleicht baue ich da doch mal ein paar Farmen hin. Beziehungsweise, wie wäre es, wenn ich einfach hier. Kann ich das nicht zurücktauschen? Normalerweise geht doch tauschen. Warum kann ich das nicht da übertauschen? Okay. Na gut. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ah, ich habe Wasserschildkröten, die ich tauschen kann. Ja, gut. Ich habe ja extra. Ah, ja, dann. Ist die Frage, was ist das bessere Angebot? Definitiv dann eher das von Poundmaker. Ja, von. Aber ich handle erst mit meinem Kumpel hier und dann Poundmaker. Eigentlich kommt insgesamt das Silber zusammen. Das ist wirklich viel Geld. Wir haben jetzt ordentlich viel Geld. Damit können wir. Das sollen wir investieren. Beispiel in ein Katapult oder
in eine Kaserne. Die gibt schon mal eine Produktion. Eine Produktion und dann. Wie viel kostet so ein Katapult? 480. Ah, für alle Nahkampf- und Fernkampfeinheiten an Land. Das gibt nicht mal was fürs Katapult. Von daher, ich könnte mir auch ein Katapult hier in der Stadt kaufen, das wäre genauso gut. Werde ich aber nicht tun. Ich brauche schon mehr als ein Katapult. Ich brauche schon mindestens zwei oder drei Katapulte. Übrigens funktioniert das mit der Religion wunderbar. Also, vielleicht war es doch gar keine so schlechte Wahl. Wir haben das Pantheon, das uns auf vulkanischem Gebiet Glauben gibt. Vielleicht war es doch keine furchtbare Wahl. Und vielleicht gibt es hier sogar noch mehr Vulkane irgendwo. Aber die Inka haben expandiert. Interessant. Interessant. Da. Nee. Ach no, der Siedler ist noch gar nicht da. Okay. Der Siedler ist noch gar nicht da. Na gut. Aber bald. So, wenn ich ein Fischerboot baue, kriege ich hier Nahrung. Dann hole ich mir lieber das Gold. Auch wenn wir Gold eigentlich aktuell gar nicht so sehr brauchen. Das wäre, glaube ich, ein besseres Feld gewesen auf Dauer. Na gut. Na schön. Der Bogenschütz bleibt hier stehen in der Stadt, die hier gegründet wird. Das wird eine ziemliche Grenzstadt zu Sydney. Und zwar so lange, bis wir Sydney nicht einnehmen. So lange bleibt er da stehen. Sobald wir Sydney annehmen und dann vielleicht auch Ballard oder Ballarat, dann muss der da nicht mehr stehen. Aber solange sollte er da weiter stehen. Was brauchen wir eigentlich für die nächsten hier? Ah ja, eine Stadt auf 10 wachsen lassen. Werdet zum Ziel einer Kriegserklärung. Nicht notwendig. Aber vielleicht passiert es noch. Feudalismus baut 6 Bauernhöfe. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Von daher 2 Märkte haben wir auch nicht errichtet. Für Handelswege haben wir auch noch nicht. Nein, also es gibt da noch sehr viel, was wir freischalten können. Und im Endeffekt brauchen wir von davon aktuell gar nichts. Zumindest nicht von den Sachen, die wir aktuell sofort freischalten. Ah, kann sich bewegen. Wunderbar. Beweg dich einmal kurz. Im Endeffekt brauchen wir gleich Maskat, wenn wir unseren Angriff durchführen. Aber bevor wir überhaupt dran denken anzugreifen, brauchen wir unbedingt Katapulte. Gegen seine Stadtmauern können wir sonst absolut nichts ausrichten. Und vielleicht sogar gar nicht mal Katapulte, sondern schon Tribocke. Um da einen Bonus zu kriegen, sollen wir ein Aquädukt bauen. Und Aquädukte haben wir schon freigeschaltet. Dann wird das auf jeden Fall unser nächstes Ziel sein. Ach, aber davor müssen wir Bauwesen erforschen, wofür wir eine Wassermühle bauen sollen. Aber wir bauen bereits irgendwo eine Wassermühle. Bauen nirgendwo eine Wassermühle? Nirgendwo? Hä? Habe ich hier nicht auf Wassermühle umgeschaltet, weil ich mir dachte, eine Wassermühle bringt mehr? Nee, hier ist ja gar kein Plus. Dann, Moment, aber ich habe hier eine Wassermühle. Nee, ich habe hier keine Wassermühle gebaut. Okay. Nicht mal hier? Oder hier? Ich habe keine Wassermühle gebaut. Interessant. Na schön. Ja, auch für den Bonus lohnt es sich, die Wassermühle zu bauen, auf jeden Fall. Was kann denn am ehesten warten? Nicht der Siedler? Ich schätze es. Nee, 10 Runden für eine Wassermühle finde ich zu lang. Da brauche ich den Bonus nicht mehr dringend. Ah, ich habe hier angefangen, den Wassermühle zu bauen. Ich wusste, irgendwo habe ich angefangen. Dann kann das Amphitheater warten. Baue ich erstmal die Wassermühle, dann das Amphitheater.
Und gründe hier einfach eine Stadt. Wunderbar. Ich krieg direkt einen Handwerker. Der könnte hier die Modernisierung Fischerboote bauen. Ich könnte die aber auch ehren. Oh, die Felder hier sind aber echt unterirdisch. Also hier gibt es einfach kein einziges gutes Feld. Von daher werde ich dann lieber Fischerboote bauen, weil sonst ist hier einfach nichts. Jetzt kann die Stadt überhaupt nicht wachsen. Manchmal lohnt es sich eben nicht, alles zu ernten. Aber es lohnt sich definitiv, die Truppen an die Grenze zu bewegen. Denn schon bald wird der Ansturm auf Australien geschehen. Das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Ich würde sagen, hier ein Kornspeicher. Es dauert hier, bis diese Stadt produktiv wird, dauert. Ich würde sagen, ein Kornspeicher und dann ein Hafen. Und Kisivani hat noch keiner gebaut. Kann ich das in einer stärkeren Stadt bauen? Salvador Bahai. Vielleicht baue ich da eine Kilwa Kisivani. Aber noch ist die Stadt noch nicht produktiv genug. Habe ich hier nicht irgendwen hochgeschickt? Ja, doch. Um das zumindest so ein bisschen auszubauen, damit die zumindest ein oder zwei Geländefelder haben, die was produzieren. Andererseits, warum warten? Ich kann die einfach kaufen. Nee, Jim Curtin, immer noch nicht. Immer noch nicht. Du wirst diese Runde nicht mehr Frieden haben. Es gibt keinen Frieden mehr für dich. Jim Curtin, es gibt keinen Frieden mehr für dich. Wenn ich meine Studien neu beginnen würde, würde ich Platos Rat folgen und mit der Mathematik beginnen. Interessant, okay. Mathematik. Ah, ihr habt es gehört, Leute. Beginnt mit der Mathematik. Ich weiß aktuell echt nicht, was meine Handwerker noch tun können. Gibt aktuell einfach nicht wirklich was zu tun. Ah, guck mal da, die Wassermühle. Wir verzögern das vielleicht mal. Können wir es verzögern? Wir können im Endeffekt erstmal Schiffsbau machen. Und dann. Aber bringt die Verzögerung überhaupt etwas? Wir müssen auch irgendwo ein Aquädukt bauen, damit es sinnvoll ist. Ich sehe hier keinen Ort, wo wir ein sinnvolles Aquädukt bauen würden. Nee. Nee, keinen einzigen Ort, wo wir sonst von Aquädukt bauen würden. Im Endeffekt lohnt sich das überhaupt nicht. Es lohnt sich überhaupt nicht, auf die Wassermühle zu warten, damit wir hier einen kleinen Bonus bekommen auf Bauwesen. Vielleicht ein bisschen. Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ja, der schläft hier einfach. Oh, und ich habe genug Geld und genug Eisen, um einen weiteren Landsknecht zu besitzen. Nur Landsknecht alleine gewinnt keine Belagerung. Es braucht noch deutlich mehr. Es braucht deutlich mehr. Ja, ich baue jetzt einfach da Bauernhöfe. Das ist jetzt, damit die Stadt schon mal ein bisschen wächst. 0,5. Ah, die hat keinen Hausplatz mehr. Ja, da ist ein Kornspeicher sinnvoll. Weil ein Hafen im Endeffekt von sich aus nichts bringt. Ja, ich hätte einen Kornspeicher bauen sollen. Kornspeicher bringen halt eben doch was. Vor allem, wenn man nicht so viel hier ausbaut. Tja. Oh, da ist irgendwas passiert. Ich habe irgendwie so ein bisschen Glauben verloren, aber. Ist nicht meine Religion, muss mich nicht kümmern. So, die letzte Stadt kann jetzt endlich gegründet werden. Da ich sonst nicht weiß, wo ich noch eine Stadt gründen würde,
Ändere ich das mal mit der Regierung, mit der Produktion für Siedler. Ändere die auf Gold für Handelswege, auch wenn ich das aktuell noch nicht so sehr brauche. Ja. Ich könnte mir Wissenschaftler holen. Große Wissenschaftler. Ich kann das ja sowieso noch ändern. Große Wissenschaftler. Große Wissenschaftler, da kriegt Inka gerade plus 3 Punkte drauf. Boah, die übertreiben mit ihrer Wissenschaft. Ich krieg gerade plus 3. Okay. Da muss ich noch ein bisschen zulegen. Da muss ich einfach noch zulegen. Muss ich definitiv noch ordentlich zulegen. Ja, ich muss da zulegen. Daher. Aber ich glaube, bei Gold ist flexibler. Ich könnte hier plus 7 Wissenschaft bekommen, aber Gold ist flexibler einsetzbar. Andererseits, plus 7 Wissenschaft. Plus 7 Wissenschaft ist schon mächtig. So, im Endeffekt werde ich hier vor allem. Das waren Schwertkämpfer, gehen nicht. Aber Katapulte. Ich denke, drei Katapulte ist eine sichere Wette. Da muss ich zwar 18 Runden warten, bis ich die fertig habe. Aber anders geht's halt nicht. Ne, ich will, dass die Stadt definitiv noch auf 10 wächst. Das ist meine größte Stadt. Und ich will, dass sie noch ordentlich wächst. Außer natürlich, ich krieg Ballarat. Wenn ich Ballarat kriege, dann. Ah, habe ich Ballarat. Und die Stadt wird dann fast 10 groß sein. Kann ich die eigentlich auch upgraden? Ja, ich kann die zu Armbrustschützen upgraden. Das wird zu teuer, aber ich glaube, das lohnt sich. Dann ist mein Militär auf dem neuesten Stand. Ich kriege einen Bonus für Metallguss. Wird da voll. No, no. Nein, Junker, du kriegst keinen Frieden mehr. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich bin einfach noch nicht fertig mit dir. Oh, die Oberhäupter Cardus beugen sich Brasilien als ihren neuen Suzerän. Ach, weil ich einen Bonus für Bauwesen habe. Ach, da hat sich das doch gelohnt. Ach, und meine Landeinheiten können dann wässern. Wassern, Wasser, genau, Wasser heißt es. Ah, danke. Dafür gibt es Gold. Schade. Aber Bereitschaft ist da. Die haben 45 Nahkampfstärke, die Städte 47 und gegen Stadtmauern machst du halt nichts. Da ist einem nicht geholfen. Vielleicht werde ich ja noch Opfer einer Kriegserklärung, aber bezweifle ich eher. Ich denke, ich bin sehr gut abgesichert. Meine Truppen laufen nach vorne, alles ist gut. Okay, die heilen sich noch, aber da ist Zeit. Ja, im Endeffekt habe ich sowieso 18 Runden Zeit. Ich könnte auch einen der Katapulte kaufen. Ich könnte definitiv eine Katapulte kaufen. Wie viel kostet? Ah, weil das ist mir zu lang. Wie viel kostet ein Katapult? 48? Das sind etwa. Ja, sagen wir 7, 8 Runden. 8 Runden. In 8 Runden kann ich auch ein Katapult kaufen. Dann kaufe ich mir lieber ein Katapult. Oh, und dann Pi-Theater. Definitiv, definitiv. Das brauche ich. Mehr Kultur. Mehr große Künstler und so weiter und so fort, das brauche ich jetzt definitiv. Schwertkämpfer, ich habe immer noch Schwertkämpfer. Ist mittlerweile so outdated, aber ich habe halt nichts Besseres. Doch, ich, ja, aber ich habe, genau, ich habe kein Geld, um die zu upgraden. Ja, komm mit deiner Botschaft, Inka, gerne. Die Inka sind die einzigen, mit denen wir gerade gut stehen.
Vielleicht genau, weil sie mit uns verbündet sind. Komm, aushandeln. Ach so, wir waren ja nur Freunde, genau. Freundschaft verkünden. Wir haben immer noch keine. Wir können immer noch keine Bündnisse schließen. Ich meine, ich könnte in zwei Runden Bündnisse schließen. Ich könnte aber auch warten. Ah, komm, das ist unsinnig. Das ist meine Stadtbevölkerung. Nee, das passiert ja früher oder später. Nein, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Bündnis mit ihm. Ah, so, hier sinnvoll. Wir haben jetzt mehr Wohnraum durch den einen Bauernhof. Monument ist nicht unbedingt. Ist, Monument ist eigentlich gut für die Ausbreitung, aber aktuell ist Bevölkerung eher das Problem. Ah, wir bauen weiter den Hafen. Ist doch klar hier. Truppen, immer weiter nach vorne, geradeaus, immer weiter geradeaus, Leute weiter geradeaus, in Richtung Australien, einfach alle weiter geradeaus, alle weitergehen, weitergehen, einfach weitergehen. Oh, ich brauche Wohnraum, sonst wächst die Stadt nicht mehr. Ich glaube, das ist hier das große Problem. Die Stadt würde so etwas von massiv wachsen. Ah, ich krieg minus 5. Die Stadt wäre mittlerweile bestimmt auf Stufe 10. Da brauche ich definitiv einen Kornspeicher. Die wäre bestimmt auf 10 bevölkert mittlerweile. Ohne die ganzen Mali. Die ganze Mali wäre die locker soweit. Immer noch keinen Platz für den Hafen. Dann baue ich ein Monument dahin. Dann warte ich. Irgendwann haben die einen Platz für den Hafen. Oh, da ist ein Feuer entfacht in Maskat. Das ist unschön. Aber an sich nicht weiter tragisch. An sich nicht weiter tragisch. An sich überhaupt nicht weiter tragisch. Ein bisschen weiter tragisch. Ich hoffe nur, das kommt nicht zu uns. Bedingungen vorstellen, aufgrund derer ein Schiff sinken sollte. Moderner Schiffsbau weiß das mittlerweile zu verhindern. Das ist ein sehr ironisches Zitat vom Captain der Titanic. Keine Ahnung, der Schwertkämpfer kann vielleicht ein bisschen hier rumstehen, aber im Endeffekt hat er nicht wirklich Aufgaben. Wo ist denn der Siedler? Mein allerletzter Siedler. Ich weiß nicht, ob das der letzte Siedler ist, den ich bauen werde, aber es ist definitiv vorerst der letzte. Warum ist bei den Ambusschüssen so weit vorne? Der macht nichts. Genau, wir holen uns mal die Suzerenität. Suzerenität hier über den. Oh! Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich die jetzt nicht so stark schädigen. Das hatte ich gar nicht bedacht. Dass das die natürlich schädigen kann. Und das ist eigentlich auch viel zu früh, hier noch weiter nach vorne zu laufen. Oh, er hat einen Reiter. Ich frage mich eben, wie viel Schaden Sydney wirklich macht. Ansonsten könnte ich sein Land einfach plündern. Also wenn seine Stadt mir kaum Schaden macht, dann könnte ich die Stadt einfach plündern. Oh, Petra. Warum hat noch niemand Petra genommen? Aber Petra lohnt sich wohl plus 2 Nahrung, plus 2 Gold. Habe ich jetzt schon das Ding gemacht, wofür ich ein Wunder brauchte? Wo der Bono... Ja, ich glaube, ich habe es... Ah ja, Drama und Dichtung habe ich beigehalten. Ja gut, okay. Petra würde aber die Felder massiv aufwerten. Und würde auch nicht besonders lange dauern. Ah, okay. Könnte ich? Weil jetzt habe ich hier nicht mehr wirklich alle Wüstenfelder drin. Hätte ich gewusst, dass ich Petra noch bauen könnte, hätte ich vermutlich... Ich hätte es vermutlich genauso gemacht, weil es das nicht wert wäre. Nee, das ist es halt echt nicht wert. Ich könnte das Feld kaufen, ich könnte Petra bauen.
Andererseits, Peter, was? Ach, hier, Moment. Hä? Ach, der könnte Petra in eine Runde. Nee, das lohnt sich nicht. Der hat ja kaum Wüstenfelder. Er könnte ein Equiduct bauen. Das wäre sehr unsinnig. Das wäre mega unsinnig. Wir bauen auch keine Petra. Tja, wenn nichts anderes bleibt, dann baut er vielleicht auch ein Katapult. Der baut Katapulte sogar schneller als. Der baut Katapulte noch schneller. Weil eigentlich wäre es sinnvoll, einen Händler mal irgendwie durch das Reich zu schicken, sodass meine Truppen schneller da runterkommen. Aktuell brauchen die wahrscheinlich super lange, die Katapulte, um runterzukommen. Aber da kann man nichts machen. Irgendwas ist mir vorhin aufgefallen. Irgendwas Wichtiges. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ist wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen. Irgendwas, was nur noch eine Runde gedauert hat. Irgendwas, was ich mir leicht nehmen konnte. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Was mich definitiv verwundert, ist, dass das Barbarenlager da oben uns noch nicht attackiert hat. So, Einheiten der gewählten Beförderungsklasse erhalten plus eine Kampfstärke. Ja, stimmt, ich wollte doch bei dem Notfall unterstützen. Ich weiß jetzt leider ein bisschen spät dafür. Ich sag mal, Lagerer. Kann das nicht wirklich durchsetzen. Produktion oder Kauf von Militäreinheiten kostet mehr, kostet weniger. Ich bin für Produktion. Ich glaube, das könnte sich sogar durchsetzen. Ah, Gold wäre auch gut gewesen. Ich habe ja Gold. Produktion, okay. Das heißt, alle produzieren jetzt schneller Einheiten. Das war jetzt wirklich schnell? Was? Diese Stadt ist ein Produktionsmonster. 25. Ah, die hat nur 20, okay. Ja dann. Dein einziger Nachteil ist, dass wir die Katapulte so lange runter brauchen. Wir brauchen zwei extra Runden zum Runterlaufen. Aber gut, dann muss ich die nicht kaufen. Was? Ich hab sogar zwei Siegpunkte bekommen. Aber und Belagerer machen uns mehr Schaden. Das ist wunderbar. Das ist richtig gut. Ich muss allerdings einmal hier wirklich testen. Aber vermutlich sollte ich für den Test mich nicht beiden Angriffen aussetzen. Das wäre... Ah, das habe ich gar nicht berücksichtigt. Wir sollten definitiv Ballard angreifen. Wenn wir Ballard angreifen, wir könnten Ballard umstellen. Ohne dass Sydney drauf feuern könnte. Sydney können wir nicht umstellen, ohne dass Ballard drauf ballern könnte. Ballard. Ne, dann zieh ich den nochmal zurück. Das lohnt sich gar nicht. Oh, der ist ja teilweise schon geplündert hier. Na gut. Oh, hier, tatsächlich wurde ein Katapult bereits produziert. Oh mein Gott. Ah, oh, das war so mächtig. Dann haben wir ja sogar vier Katapulte. Moment, habe ich hier Produktion schon geleistet für das Katapult? Ja, oder? Ne, 0 von 60. Okay, ja, dann ändere ich das mal. Beziehungsweise ich ändere das. Ja, okay, der hat nichts anderes Sinnvolles, was er produzieren könnte. Handwerker, aber das wäre eher hier in Newcastle produktiver. Von daher... Ich sollte das Katapult vielleicht nicht allzu vorschnell nach vorne. Ja, wobei 12 Runden warten, bis ich nicht mehr ein Katapult habe, sondern die fortgeschrittene Variante. Nee. Nee. Aber vielleicht könnte ich doch 4 Katapulte gebrauchen. Ich baue mal lieber 4 Katapulte, nur zur Sicherheit. Auch wenn die ein bisschen länger brauchen werden,
Die sind dann in 10 Runden aber auch wirklich da und können dann effektiv sein. Schwertkämpfer hier hat einfach nichts zu tun. Wo könnte der denn gebraucht werden? Vielleicht da vorne. Ja, da vorne, da werden wir Bahn. Könnte übrigens bei den Landsknechten anheuern für Geld. Für vernünftiges Geld. Ich habe aber nicht wirklich vor. Ich glaube, ich packe noch mehr Gesandte in Maskat. Einfach um es wirklich zu sichern. Damit es auch wirklich, wirklich mir gehört. Damit nicht jemand ankommt, da Leute reinpackt, sodass ich dann aus dem Land geschmissen werde und nicht mehr meine Katapulte dadurch bekomme. Ah, ich hätte noch Zeit gehabt, das zu beenden. Okay, ich bekomme aber 50 diplomatische Gunst. Nun voll abgeschlossen. Ja, ich wusste nicht, dass ich das noch machen kann. Ach, guck mal. Ammoniter. Und die Leute mögen sie nicht. John Curtin ist im Krieg mit ihr. Ah ne, ist im Krieg mit mir. Moment, dann gebe ich da wieder ein Gold. Und nächstes Mal denke ich dran, zu gucken, wie viel die anderen ihr gegeben haben, um entsprechend aufzustocken. Einheiten. Vermutlich brauche ich die Armbrustschützen hier gar nicht. Die werden gar keinen Platz haben um die Stadt herum. So, der geht jetzt mal in Reichweite der Stadt, einfach um zu testen, wie viel Schaden die eigentlich machen. Und eine gute Frage wäre auch, wie viel Schaden das Katapult überhaupt macht. Aber da warte ich lieber auf das zweite oder dritte Katapult. Vorher ist es einfach zu knifflig. Wenn die sonst auf das Katapult draufschießen, ist es sofort kaputt. Vier Katapulte sind aber wirklich mächtig. Damit kann man eigentlich jede Stadt, zumindest im Mittelalter, sollte man damit jede Stadt kaputt bekommen. Ja, okay, die machen fast gar keinen Schaden. Frieden wurde geschlossen. Poundmaker und Pachacutec. Sehr interessant. Schaffe mit dem Herzen, baue mit dem Geist. Interessant. Ist, glaube ich, auch für Autoren ähnlich. Man schafft mit dem Herzen, schreibt dann aber auch eher mit den. Ja. Ich sehe schon. Wisst ihr was? Den Rest der Beleidigung machen wir einfach in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder Nachmittag, was auch immer gerade bei euch ist. Bis dann.